Über Al-Hassan gibt es spezifischere Texte, in denen seine Vorzüglichkeit hervorgehoben wird. Wir sehen in dem Hadith bei Al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages, so kommt es vor, er war auf der Mimbar, auf seiner Mimbar bei der Freitagspredigt, hat seine Freitagspredigt gehalten und währenddessen hat sich irgendwo Al-Hassan hergeschlichen und ist hochgestiegen zu ihm. Daraufhin hat er ihn zu sich genommen, hochgehoben und sich wieder zu den Leuten gewidmet, die seine Predigt, seine Freitagspredigt angehört haben und er sagte dann, Inna ibni hadha sayyidun. Inna ibni hadha sayyid. Dieser, mein Sohn, ist ein Sayyid. Sayyid heißt, Sayyid, يعني الرئيس المطاع. Das ist jemand, der eine Führerposition innehaben wird, weil er hatte sie nicht. Dem gehorcht wird, der angesehen ist. Das ist tatsächlich auch so gewesen, aber noch interessanter ist der nächste die nächste Aussage dieses Hadith. Er sagt, وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي. Und möglicherweise wird Allah durch ihn, durch Al-Hassan, zwei gigantische Gruppen, er sagt فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ, das heißt große Lager, große Gruppen, vielleicht wird Allah durch ihn zwei gigantische Gruppen meiner Umma versöhnen. Vielleicht wird er sie versöhnen. Und das Interessante an diesem Hadith ist, er prophezeit hier eine Versöhnung vor. Und einer Versöhnung geht ein Konflikt voraus, oder? Ansonsten gibt es keine Versöhnung. Das heißt, er spricht hier direkt aus, dass es eine Versöhnung gibt und indirekt, unausgesprochen, erwähnt er auch, dass es einen Konflikt geben wird und er erwähnt, dass dies ein schwerwiegender, großer Konflikt sein wird. Das heißt, es ist kein Konflikt zwischen zwei kleinen Parteien, er sagt zwischen zwei großen Gruppen meiner Umma. Und diese Prophezeiung ist tatsächlich auch so, hat so stattgefunden. Ihr kennt sicherlich die Konflikte, die nach dem die in der islamischen Umma stattgefunden haben, nach der Ermordung Osmans. Da haben sie ihren Beginn genommen und in der Zeit von Ali und danach haben sie ihren Höhepunkt erreicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte, er sagt in dem Hadith von Safina, Safina ist ein Name eines der Mawali des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Al-Mawali, das bedeutet ein Sklave oder Ex-Sklave. Das Wort Al-Mawla wird für den Sklaven verwendet, aber auch für den Ex-Sklave. In dem Hadith von Safina, der bei Ahmad und anderen überliefert wird in den Sunan, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Satakunul Khilafa fi ummati 30 sana. Die Khilafa, also diese Form der Herrschaft, wird in meiner Umma 30 Jahre andauern. 30 Jahre. Und dann sagt er, ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا عَضُودًا. Und danach wird es harte Zeiten des Königtums geben. Er benutzt hier das Wort عَضُود. Das kommt vom Beißen. عَضَّ, Beißen. Also es sind beißende Jahre. Damit möchte er ausdrücken, dass in diesen Jahren die Nation Instabilität haben wird. In der islamischen Gesellschaft, in der islamischen Welt wird es eine Instabilität geben. Und harte Zeiten. Und tatsächlich war es auch so, dass Al-Hassan ibn Ali nach dem Tod seines Vaters Ali an die Reihe gekommen ist und den Treueeid bekam, als rechtmäßiger Herrscher oder Khalifa zu herrschen. Und das ging genau 6 Monate. Nach sechs Monaten seiner Herrschaftszeit waren 30 Jahre vergangen von der Khilafa, beginnend mit Abu Bakr. Und in dieser Zeit haben sich die zwei große, gewaltige
die gewaltigen Heere, einmal von Al-Hassan und einmal die, die sich aus dem Scham bewegten von Muawiyah, haben sich aufeinander getroffen. Und es ging darum, dass jeder beanspruchte, der rechtmäßige Herrscher zu sein oder ein höheres Anrecht habe. Al-Hassan hat dann Folgendes getan, er ist zurückgetreten. Er ist abgetreten von seinem Amt und hat das an Muawiyah radiallahu anhu übergeben. Er hat das übergeben an ihm mit gewissen Bedingungen, die sie gestellt hatten. Und die meisten dieser Bedingungen wurden auch erfüllt. Sinn und Zweck aber der Sache ist, dass durch dieses Abtreten von Al-Hassan, und er hat es gemacht, um das Blut, die Würde und das Vermögen der Muslime zu schützen, und damit hat sich tatsächlich dann auch die Prophezeiung des Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahrheitet. Und daher ist dieses Jahr in der Geschichte auch als Am al-Wifaq eingegangen. Am al-Wifaq, das heißt das Jahr der, jetzt sagen wir es mal, Wiedervereinigung.